Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer FIFA 15 Ultimate Team Serie Der neue Bomber. Die Serie, die sich um den guten Thomas Müller dreht. Ja, wir haben 41 Tore mit dem Müller bereits geschossen, wollen natürlich so viele Tore wie möglich schießen. Und ja, mit dem alten Müller hatten wir natürlich 4 Tore, das heißt, wir sind bei 45 Toren aktuell. Und unsere Mannschaft sieht auf jeden Fall schon ganz ordentlich aus. Zuletzt haben wir allerdings ordentlich ein Eingeschenk gekriegt und ja, mit einem 3-0 da verloren leider. Und ja, ich würde sagen, ich suche gleich mal einen Gegner und dann geht's gleich los. Moment, habe ich meine Fitness? Ja, genau, da brauchen wir noch eine Fitnesskarte und dann, ja, dann suche ich, wie gesagt, dann suche ich einen Gegner und dann geht's gleich los. So, da haben wir einen Gegner gefunden. Mal gucken, weiß gegen gelb ist okay, können wir so machen. Spielt 4-1, 4-1 oder was? Ne, spielt 4-3-3. Okay, gute Mannschaft. Agüero, Di Maria, Fabregas, Yaya Touré. Hinten gute Innenverteidigung. Ist ein ordentliches, solides Team auf jeden Fall. Wird schwer dagegen zu spielen. Müssen wir mal gucken, ob wir da einen Stich gegen sehen. Ich bin gespannt. Ja, zuletzt ja ordentlich einen eingeschenkt bekommen. Mit unserer Mannschaft hier. Mit den neuen Jungs. Mit dem guten Philipp Lahm. Schweinsteiger auch. Unser Angriff ist natürlich jetzt ordentlich besetzt mit Robben und Reus. Auf den Flügeln, also besser geht's dann fast gar nicht. Zwei Stellen haben wir noch, die wir ausbessern müssen. Nämlich unser ZOM, sprich mit Getarian und der gute Leno im Tor. Die können wir noch upgraden. Und das werden wir auch noch machen, wenn wir da irgendwann mal uns die zwei Upgrades holen. Vielleicht klappt's an dieser Partie, müssen wir mal gucken. Wir machen es jetzt hier erstmal ein bisschen gediegen. Das jetzt erstmal ein bisschen abtasten, ein bisschen gucken, was der Gegner so macht, wie der so spielt. Da oben läuft Alaba mit. Weiß aber nicht, ob ich den gerade ins Spiel bringen will. Schauen wir doch mal. Flankenposition ganz gut gerade. Die Gea hat ihn. Okay, erster Abschluss zumindest mal so halb. Und gleich wieder im Ballbesitz. Das ist wichtig. Und jetzt nicht den Ball da in der Abwehr verlieren. Das wäre jetzt fatal. Gut, haben wir erstmal hingekriegt. Ja, nehmen wir Alaba wieder mit. Unten sagt Mkhitaryan, er will gehen. Ja, Reus vielleicht eine Schussposition. Reus setzt sich da gut durch. Eine Ecke gibt's. Schweinsteiger, okay. Lauft mal an den Strafraumrand. Ja, hier vorne kommt doch einer ganz gut. Wer ist es denn? Nee, erstmal nicht. Okay, Spiel kontrollieren. Unten ist ein bisschen Platz jetzt für Müller. Ball behaupten heißt es. Okay, ich brauche eine Anspielstation jetzt, Leute. Kommt, bietet euch an. Wir haben nochmal zurück zu Müller. Schießt. Die Gea lässt abklatschen. Ah, wir wären fast nochmal dran gekommen. Schade. Okay, jetzt erstmal das Spiel so ein bisschen. Er beruhigt es jetzt auf jeden Fall erstmal. Er macht es ruhig. Oben läuft da und unten, ja, Alaba steht gut. Mkhitaryan wird da abgedrängt von Di Maria. Kann sich den Ball da fast wiederholen. Na komm schon, lass den doch da nicht so durchlaufen. Einfach... Manchmal ist es echt witzlos, ne, dieses FIFA. Einfach so ein bisschen durchtänzeln, durchlaufen und dann macht er fast den Treffer. Okay, das sieht nach einer Partie aus, wo wir relativ viel Pech haben, habe ich gerade irgendwie das Gefühl. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Oder ob wir vielleicht dann doch nochmal ein bisschen Glück haben. Ich weiß nicht, ob das abseits war. Nicht sicher. Kommen wir nochmal an den Ball. Robben. Nochmal zurück zu Robben. Robben, ganz gute Schussposition. Okay, Agüero. Ah, der ist immer so schwer vom Ball zu trennen, ne? Jetzt haben wir ihn. Der Ball auf Müller.
Gewinnen den leider. Ist nochmal durchgesteckt. Müller hat ihn. Gut, abgelaufen von Kompany. Machen zu kompliziert. Wir müssen einfach mal draufhalten. Einfach mal versuchen, den Abschluss zu finden. Immer mit Lahm. Reus vielleicht mal mit dem Schwachen. Gibt immer in Ecke. Okay, Hummels steht hier ganz gut. Ja, kommt nicht hin. Pass in die Schnittstelle. Weiß nicht, ob es abseits ist. Wird erstmal nicht so angezeigt. Okay, nochmal Ecke, ne? Hummels steht wieder gut. Jetzt vielleicht mal? Nee. Macht er die Dinger? Ah, halb hoch. Okay, müssen wir uns merken. Da kann man die nämlich abfangen. Gitarian gut dazwischen. Gut, hat er. Guter Ball auf Reus. Reus sucht den Abschluss. Komm, jawohl, Treffer. 1:0 hier an der Stelle. Mit Marco Reus. Schön gemacht. Schön gemacht von den beiden. Gutes Zusammenspiel. Jetzt hier da der Lupfer. Schön auf Reus gelegt. Und dann hat er natürlich ein bisschen Glück, dass er da nochmal an den Ball kommt und ihn dann ins Tor bringen kann. Gut. Jetzt das übliche Durchgelaufe. Abwehr nach außen gezogen. Okay, wieder organisieren jetzt. Bringt den Schuss. Leno hat ihn. Okay, den können wir kontrollieren. Hinten ist Reus ganz frei. Alaba, komm, geh mit. Jawohl. Schade. Haben wir noch. Alles klar. Ah, schade. Der Pass war nicht so optimal. Schnell wieder den Ball zurückgewinnen. Okay, Hazard. Versucht's über die Flügel. Ich hole mal Piszczek zur Hilfe. Ja, macht er gut. Schon mal zurückgezogen, das Ding. Reus, einmal gestartet. Ah, kommt fast noch hin. War am Überlegen. Ich hätte auch unten am Robben anspielen können. Wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt dicht machen. Hinten ist Platz. Vorne läuft er in die Spitze. Er versucht es mit dem Schuss. Er sieht wahrscheinlich, dass ich relativ passiv verteidige. Das mache ich ja immer so. Und da sind Schüsse manchmal ganz gut. Ganz gutes Mittel der Wahl. Sieht ganz gut aus für uns aktuell. Wir kontrollieren das Spiel schön. Ganz gute Passgenauigkeit. 5 Dinger haben wir rausgeholt. Einen haben wir reingemacht. Kann sich sehen lassen. Aber der Gegner ist natürlich auch immer für den Treffer gut. Macht das nicht schlecht. Vor allem, weil er auch natürlich viele gute Einzelspieler hat. Okay, wir bauen das Spiel mal ruhig auf. Ach, komm schon. Gut gemacht von Kompany an der Stelle. Dann der lange Ball nach vorne auf Hazard. Und Leno, du musst du haben. Hast du. Gut. Schweinsteiger. Mit dem Zweikampf. Müller. Ah, wird da gezogen, ne? Was ist jetzt? Offensivfoul oder was? Ja, schade. Ja, da kommt wahrscheinlich gleich eh wieder der hohe Ball. Haben wir erstmal mit Alaba. Gut auf Reus. Ich weiß nicht, ob es abseits ist. Könnte sein. Reus schießt. Müller? Jawohl, Treffer.
Kein Abseits, Fahne ist unten, das heißt 2 zu 0 hier an der Stelle und ein Treffer mit Müller, das heißt ein Upgrade haben wir sicher. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Wind noch rausgenommen aus dem Spiel. Ja, Reus da schön nach innen, hat sich einmal durchgesetzt, hätte er auch selbst machen können, ganz gut. Gute Schussposition gehabt, lässt dann abprallen der Keeper und damit steht es dann 2 zu 0, weil Müller goldrichtig steht mal wieder und ihn einnetzen kann. Ja, da gewinnt Reus gleich den Ball. Ja, versucht es dann mit Dribbling. Gucken, kommt ganz gut. Den können wir runterfischen. Okay, machen wir mal. Das lassen wir jetzt erstmal ruhig angehen. Hinten ist Robben, sehr viel Platz. Kommt nicht an, schade. Ja, wieder das Dribbling von ihm. Und jetzt haben wir Platz. Frage ist, wo spielen wir ihn hin? Einfach in die Spitze. Ja, Kompany macht das gut. Guerrero läuft genau in Lahm rein. Ja, und da kommt der Ball in die Spitze. Mist. Kommt schon. Holt das Ding da raus jetzt. Leno hat ihn. Leno rettet uns die Führung hier. So, wo ist eine Anspielstation? Unten. Robben einmal geschickt. Ah, macht er gut. Ist er dazwischen im Kopf. Ausgeholt und sicher wieder aufbauen jetzt. Oben läuft Robben. Mit dem vielleicht nochmal in die Mitte. Nee, erstmal noch nicht. Vielleicht später. Viel Pass von Lahm. Okay, hinten rum. Neu aufbauen. Gitarian jetzt. Ganz gute Schussposition. Bisschen zu doll. Bisschen zu doll. Naja, haben wir immer wieder diese Bälle auf den ZDM. Hatte ich vorhin schon mal gesehen. Okay, macht er clever. Spielt er nach hinten. Lücken dicht machen. Und langsam rankämpfen und dann den Ball erobern nach Möglichkeit. Komm schon, brauchen wir noch einen zur Hilfe jetzt. Den hat Reus abgelaufen. Gefährliche Situation jetzt. Ja, den hätte er gut machen können damit, Touré. Gut, wo spielen wir ihn hin? Ich will eigentlich nichts riskieren. Ich peitsche ihn, glaube ich, raus. Schau, ob ich den Kopfball gewinnen kann. Ja. Gut, wo ist Reus? Alarm, was macht der denn da? Läuft genau in den Mann. Freistoß. Keine Karte, Glück gehabt. Hätte auch taktisches Foul, als taktisches Foul gewertet werden können. Ja, Alaba, geh mal ran da, genau. Jetzt einmal auf Robben. Und Müller läuft. Müller startet. Ah, hat er geahnt. Holt er den Keeper raus. Ah, wo bleibt der lange Ball? Ah, er versucht es immer mit diesen Dribblings. Bleibt da relativ oft hängen. Weiß nicht, ob das so das Beste ist. Vielleicht will er es auch ein bisschen üben. Kann natürlich auch sein. Das wollen wir natürlich auch lassen dann. Und jetzt abgeschlossen mit Reus. Komm. Oh. Wieder ein bisschen ungenau. Jetzt gerne nochmal so einen im Tor unterbringen hier. So ein, okay, er macht die noch immer. Genau so macht er ihn noch immer. Jetzt haben wir es mal ausgenutzt. Ah, schade. Steht er gut. Lahm ist dazwischen. Oben startet Robben. Richtigen Moment abgewartet. Und jetzt Elfmeter. Ja, Elfmeter. Ja, der genau den Fuß zwischen gehalten, als ich abziehen wollte.
Bisschen unglücklich vielleicht, aber was soll's. Okay, den müssen wir jetzt ein Tor unterbringen. Versuchen wir es mal. Und dann haben wir den nächsten Treffer mit Müller. Schaffen wir das? Oh, ist ein bisschen zu doll. Aber der ist im Tor. Er bleibt stehen. Und wir netzen ihn ein an der Stelle. 3:0 hier. Großartig. Ich denke, jetzt sollte nicht mehr allzu viel anbrennen. 87. Minute. 3 Minuten haben wir noch. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Treffer hin mit Müller. Ich glaube, der hat schon seinen zweiten jetzt gemacht. Dann gibt's wieder ordentliche Upgrades. Viele Upgrades. Beziehungsweise, wir brauchen ja nur noch 2. Die haben wir ja jetzt, ne? Müssen wir uns mal was überlegen, was wir da mit den Upgrades machen. Ich wollte ja noch ein Fitness-Team bauen. Vielleicht nehmen wir die dann dafür, dass wir sagen, ja, wir bauen jetzt irgendwie, oder ich suche mir ein Fitness-Team, da will ich ganz gerne so ein Hybrid haben oder sowas. Und, ja, dass wir dann da immer nach und nach die Spieler reinpacken, bis das Team dann fertig ist. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich denke, so werden wir das auch machen. Dann werde ich dann zum nächsten Part oder so mal das Ganze, das Team bauen. Vielleicht die Spieler auch schon mal kaufen, schauen, dass das von den Coins erreicht. Will er natürlich auch ein ähnlich gutes Team haben, wie wir jetzt eh schon haben. Ja, ist natürlich blöd, dass der Gegner jetzt nicht wirklich spielt. Probier einfach nochmal den Fernschuss, vielleicht klappt's ja. Ne? Ansonsten hätte ich jetzt drauf angelegt, da eventuell noch mit Müller noch den dritten Treffer zu machen. Aber, naja. Schade. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch den Abstoß nicht mehr machen, oder? Nee. Gut, dann warten wir das jetzt ja einfach mal ab. Und warten, bis der Schiri da abpfeift. Vielleicht gehe ich auch einfach nochmal nach vorne. Nee, kommt man auch nicht. Ach ja, ist das nervig, Leute. Macht sowas bitte nicht, wenn ihr FIFA spielt. Das bringt einfach nichts. Gut. Machen wir den jetzt nochmal rein? Nee. Ob nochmal ins Aus, nochmal abwarten jetzt hier oder was? Ach, komm schon. Ach komm schon. Ja, jetzt sehen wir nochmal den Elfmeter. Ja, da ist er natürlich in der Mitte stehen geblieben, versucht rauszukommen. Ja, wie gesagt, Leute, macht sowas nicht. Wenn ihr verliert, dann verliert ihr halt. Aber sowas, was er jetzt hier gerade macht, ist halt einfach irgendwo auch ein bisschen unsportlich. Und gehört sich meiner Meinung nach einfach nicht. Man kann es ihm nicht verübeln. Er ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen pisst. 3:0 verloren. Ist jetzt nicht, ja, nicht so knapp. Aber ich meine, ich habe mein letztes Spiel auch 13:0 verloren. Das passiert halt mal. Das ist halt FIFA. Und ja, da müsst ihr dann auch nicht irgendwie den Gegner dann mit solchen Aktionen helfen. Versucht einfach weiterzuspielen. Versucht euer Bestes zu machen. Versucht dann noch irgendwie, ja, vielleicht doch noch einen Treffer rauszuholen oder so. Das ist immer so das Beste, was man machen kann. Das übt natürlich auch, wenn man gegen bessere Spieler spielt. Und versucht dann dagegen zu bestehen, dann wird man dadurch natürlich auch besser und man wird nicht besser, wenn man hinten steht und einfach nur mit dem Torwart wartet und versucht den Gegner irgendwie zu nerven. Das wollte ich nochmal loswerden. Ja, 2 Treffer mit Müller haben wir gemacht, so wie es aussieht. Und 1 mit Reus, oder? Ich glaube 1 mit Reus. Gucken wir mal. Ja genau, 2 Müller-Treffer und den Sieg rausgeholt. Das heißt, es gibt 3 Upgrades. Damit ist unsere Mannschaft sozusagen komplett. Und ja, für den nächsten Part, beziehungsweise ein Upgrade haben wir dann noch über. Ein Upgrade müssten wir dann noch über haben. Ich denke, wir haben das Spiel auch kontrolliert. Ne? Man hat das auch gesehen. Also ich hatte jetzt nicht groß die Probleme, da gegen den Gegner da irgendwie zu bestehen. Konnte da mein Spiel eigentlich so aufbauen, wie ich es wollte. Natürlich auch die ein oder andere Chance da auch mal zugelassen. Das darf natürlich dann nicht sein. Aber nun gut, das ist halt so. Und ja, 7 Partien haben wir noch. Und wir haben schon 6 Punkte geholt. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. 1 Niederlage, 2 Siege. Gut, ich würde sagen, ja, da wir jetzt ja alle, beziehungsweise, oder nee, das machen wir wieder im nächsten Part. Im nächsten Part schauen wir uns an, wie wir hier ausgetauscht haben, beziehungsweise haben wir ja nur noch 2 Spieler, dann ist unsere Mannschaft sozusagen komplett. Dann werde ich noch eine weitere Mannschaft bauen, eine Fitnessmannschaft, die wir uns dann nach und nach mit den Upgrades aufbauen, wo dann natürlich auch der Müller im Sturm steht und wir dann halt auch mal ein paar andere Spieler noch sehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.